Guten Morgen, Miss Arnie. Good morning. How did you sleep here? I sleep good. Ja, also Arnie hat super geschlafen. And now we will take our breakfast. We will see how is the breakfast. Huh? Wir werden jetzt gleich mal schauen, wie das Frühstück ist. Okay, come on, let's go. Das ist da unten im Restaurant. Ne? Also toller Tag, schon wieder strahlend blauer Himmel hier in Malapascua. Arnie, where will we sit? Good morning. Where? Here? So, Miss Arnie, do you like your breakfast? Yeah. Is this more than awaited, expected, or did you like it like unexpected. That? Look, there is a real German bread. Huh? There is ein deutsches Brot, black bread. Housemade, hausgemachtes deutsches Homemade. Brot. Schaut mal, das ist die andere Seite. Ah, no, but I was in that room here. Ah, I was in that one, number 5. Ah, das ist noch ein anderes Zimmer hier. Auch mit Bad und Aircondition. All the rooms have an Aircondition. Ah, alle Zimmer haben ein Aircon. Und hier ist das Bad. Ah, hier. So, also alle Zimmer haben Aircon und ein schönes Bad. Goldfische, schaut mal. Hier schaut mal das Dach. Und hier ist nochmal so eine Bar, die ja gar nicht operated. Hello, Miss Arnie. What is our thing, what we do today? Discover Malapascua. Ort, schaut. Das ist auch ein schönes, ähnlich gebaut wie unseres. Ma and M's Bamboo Cottages. Are you my guide? Die Arnie ist meine Führerin heute. Wir laufen hier erstmal an der Hauptstraße. Ja, hier ist viel Verkehr. Wir haben auch Weihnachtssterne, seht ihr? Die philippinischen. Ah, die Arnie ist ganz schnell. Hier gibt es überall so kleine Läden. Hier mit frischen Bananen, gut, fresh banana, gut. Wir haben schöne Blumen hier und ganz viele kleine Lädchen. Hier ein Juice Shop. What? You see, have everything. And a bakery, look. Have good things. Hello. Ube Cake, this is good. After we will buy an Ubi cake. Ah, there is another bakery. Oops. The bicycle driver. Look, have also Ubi cake. Huh? Good, Miss Arnie. Huh? You will not die on hungry. Oh, and chocolate cake. So, wir sind hier im Wald. Aber im Wald hier ist nicht so kalt. Malapascua, no plastic. Please protect the island. So. Das ist also hier ganz typisch. Wir sind hier auf der Hauptstraße unterwegs. Hier Bananen. What did you find? A water. I don't know what's this. Brunnen, ein Brunnen. Ein Brunnen. Is there on water inside? Yeah, good. Arnie wird uns erzählen, was über diesen Baum. What kind of tree is this, babe? Oh, we call this Kamansi. Kamansi tree? And can you eat the fruit? Yeah, but to cook. It looks like a small jackfruit, no? And then, how do you prepare it? Put the coconut milk. And cook it? Yeah. Good. Arnie, let's go to the beach. Letztes Mal, als ich hier war, noch nicht so, also zementiert. So, schaut mal, da ist trotzdem Land hier rum. Das nicht bebaut ist. So, ist ja schöner Baum, schaut mal, wow. Sehr schöner Garten. Einem roten Frangipani. Romantischer Weg hier mit viel Schatten.
die natürliche Vegetation der Insel. Schaut Wald, schön. Tolle Natur, tolle Bäume hier. Hier gibt es auch Grundstück zu verkaufen. Zu kaufen, besser gesagt. So, hier ist auch eine Beach, aber bei uns geht's rechts. Hundi! Diese Bucht, sehr schön. Malapascua zu Fuß. Romantische Strecke hier zum Inselnorden. Jetzt ist hier auch eine frische Brise. Schön. Der gute Mann, der webt sein Fischernetz hier. Schon. So, ich sehe da vorne, sehe ich schon das Meer, beziehungsweise sieht man, dass es da nicht weitergeht. Da ist nämlich der Langob Beach ganz im Norden von Malapascua. Oh, die Arnie ist schon am Leuchtturm. Look, the light tower, baby. This is the highest mountain here. The way to the light tower is here, at the left side, this here. Das ist der Weg zum Leuchtturm hier. This here. Da geht's hoch zum Leuchtturm. Ja, einen eigenen Brunnen, for washing, but not for drinking. Thank you. Ja, hier, die Straße geht hier direkt durchs Dorf. The noisy. Ja, ist sehr schön, ne? Hier. Ich liebe ja diese kleinen Lädchen hier, wo es alles gibt. Aber keine grünen Mango. No green mango here. Why don't you like a watermelon? It's have a lot of watermelon. Hier gibt einen Haufen Wassermelonen, aber die Arnie will einen grünen Mango. Hier gibt's. Babe, I have my dudes. No, nein, das ist auch Benzin. Schaut, wie es da immer reingeht, in die Gassen hinten rein. Das ist halt hier ganz speziell, ne? Mal, das gibt's nur in Malapascua, ja? Das hat hier seinen ganz eigenen Charme, dieses Inselchen. Auch weil es ja hier keine Autos und so gibt. So hat das hier eine ganz eigene Dynamik angenommen. Hier mit diesen engen Gässchen und den Sträßchen. Und ja, hier Radl. Wäre natürlich auch nicht schlecht hier, so eine Fahrradvermietung. Da wären wir hier ganz gut unterwegs. Ne? Hier halt die Ortschaft. Schau, das ist auch schön, hier mal so ganz wirklich hier unterwegs zu sein. Und da sind wir nämlich wahrscheinlich schon. Hello! So, das ist die Kirche. Schaut, wir sind hier ohne Face Mask unterwegs. Das geht mir nämlich auch langsam auf den Senkel und deswegen ziehe ich auch keine mehr auf hier in Malapascua. So, das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht Langob Beach sein. Aber das ist hier sehr schön. Schaut mal, wie wir hier rauskommen.
Wow, super, ne? Wir haben ja hier so viele Strände. Ich habe gerade gesagt, das ist hier Invitayan Beach. Sehr schön. Da hinten oben, schaut mal, da ist der Light Tower. Also hier gleich beim Leuchtturm. Schaut mal, der Hund ist hier auch vollkommen relax. Von den Hunden kann man einiges lernen. Ne? Die haben hier eine ganz spezielle Liebe hier zu so Blumentöpfen. Straight away, baby. Schaut. Hello. Hallo. Hallo. This is German. Hallo. Fresh banana. Oh, the dangerous dog. Oh, weg ist er. Lango Beach. Hello. Wow. Wie sind wir hier nicht willkommen? Wow. This is so nice, huh? We arrived. Look, it's so easy. So, die Leute sind hier alle relaxed, aber Touristen sehe ich hier ehrlich gesagt keine. It's typical making the web for the fishing, no? Is there a lot of fish? Huh? Mucho is da? There? Good? Ah, good. Schaut mal diese flotten Bötchen an hier. Voll. Ich glaube, hier hat jeder Einwohner ein Boot. Hier. Hello, children. Enjoy your meal. Ah, I have a lot of children. Hello. Enjoy your meal. So, also. Schaut, Leute, das ist doch faszinierend, ha? Hier ist nichts los. Absolut keine Touristen. Und die Leute verlieren aber ihren Humor nicht. Und das war wahrscheinlich hier gerade ein Kindergeburtstag. Da gibt es Pansit zu essen. Und die sind alle gut drauf. Ja. Und ich denke, von diesen Menschen, ja, wenn ihr hier auswandert, von diesen Menschen kann man vieles lernen. Ja, kann man lernen, glücklich zu sein. Und wenn ich noch irgendwann so einen materialistischen Kommentar auf meinen YouTube-Kommentaren habe, die lösche ich rigoros weg. Die interessieren mich nicht mehr, sondern wir leben hier ein easy life. Hello! Ah, I have the cock for fighting. Ja, da haben sie ihre Kampfhähne. Hahnenkampf ist hier ganz beliebt. Alle relaxed hier, ja. Keiner hat hier irgendeinen Stress. Hier in Lango Beach. Ah, das ist hier ein bisschen rau, das Meer, wunderschön. Die Arnie habe ich schon mal vorgeschickt. Die soll sich da vorne ins Restaurant reinsetzen, soll sich ein kühles Getränk bestellen. Ich muss hier einfach das Meer genießen, Leute. Boah, ich liebe das so sehr. Ist einfach super. Lango Beach. Da hinten ist das berühmte Häuslein. Seht ihr? Von meinem anderen Video, da muss ich natürlich unbedingt wieder hin. Ist ein riesiger Strand hier, Wahnsinn. Das sind alles Algen, die essen die ja hier teilweise. Die schwimmt hier ganz von selbst an. Ne? Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche man davon essen kann, deswegen werde ich hier mal die Finger davon lassen. So, die legen hier gleich an. Müssen auch aufpassen, ist schwierig bei dem Seegang.
What is the name of this place here? The Avila's Horizon Fair. Ah, ship, huh? Sehr schön, Davila's Horizon. Hier direkt am Meer. Ich weiß nicht, ob man das gut kriegt hier. So, das ist hier auch gleichzeitig eine Tauchschule. Schöne Bar hier, sehr gemütlich. Arnie, what are you drinking? A mango shake. Oh, and you prepared it, no? There is a lot of mango in this shake. Good. So der Feuerlöscher-Diver, ah, das ist eine gute Idee. Schauen wir, das ist lustig. Und hier haben sie Zimmer zu vermieten. Mal reinschauen hier. Ja, schöne Zimmer. Ne? Hier mit Bad. Schöner Standard. Gut. Ah, so rum, dann sehen wir das ganze Zimmer. Schön. Das schwarze Strelitzien. Ist jetzt im Moment auch wieder alles leer. Jetzt in der Osterwoche waren hier ein paar Leute, aber die sind alle schon wieder abgereist. Mir gefällt das Outcoming hier, wenn man hier so durchgeht durch die Bar. Lango. So, jetzt haben wir ihn mit der richtigen Beleuchtung. Oh, toll. Was man alles aus Kokosnüssen machen kann. Das ist hier der Name, Avila's Horizon. Wiesenbaum, weißer Sandstrand. What is the rate here in this place? Nights with breakfast. 2000, two nights or two people? Two nights with breakfast. 2000, two nights with breakfast. Das ist der Thresher Shark, wo wir auf Deutsch sagen Fuchshai. Mas
hier. Ich war mehrmals schnorcheln und mit Dubai and Banana. Aha. Das ist der Fresh Banana. Nice. Also, wir essen schön. Oh, what is this fried banana? Ja. Gut. We eat now. Wir verabschieden uns von Langok Beach. Bye bye. Wir dürfen hier durch den Garten von der Dame gehen und jetzt schauen wir, ob wir das Neverland Resort finden. So, das ist also das Grundstück von der Dame, die hier. Haha, schön, ne? Über den Garten rausgegangen. Ja, hier ist der Weg. Gut. Neverland Resort ist im Moment geschlossen, aber die wollen wieder aufmachen, wenn Covid vorbei ist. Schaut, das ist wunderschön hier. Kidzone. Da die Bar. Das ist alles hier öko. Ah, they play with the sand. Huh? Gut. So, die Arnie will zurücklaufen. Ich wollte eigentlich mit dem Motorradtaxi. Arnie wants to walk. Look, this is nice, Arnie. Schaut mal, schön, ne? Mal das Haus da hinten an, das ist ja auch luxuriös. Ja? Und hier. Arnie ist so schnell heute. Schöne Stimmung jetzt in der Nachmittagssonne. Ja, so Sachen sieht man halt nur, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Schaut mal dieses Haus da oben an, auch toll, ne? So, dann gehört dieses Haus hier zu dieser Abgrenzung, schaut. Und hier wird auch weiter gebaut. Miss Arnie! Das ist auch sowas wie ein Resort hier. Oh, da wird Volleyball gespielt. Es ist sogar ein Zuschauer. Babe, where is Malapascua? I don't know. What did you tell to the woman? Where is Malapascua? I said the access is from the Anbantayan. Oh, okay. And how will you get there? By boat. Ah, okay, good. Auch wieder ein Eierbaum. Ja, sogar in Malapascua. You can find an egg tree. Jetzt sind wir hier in der Großkreuzung. Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Yep. Links, also Arnie sagt links. Here, babe. Oregano. Frischer Majoran. Yummy. Ihr seht, hier wird auch Tennis gespielt.
Aufschlag. Oh. Now. Oh. Also hier gibt es wieder ein Beachlot for sale or for lease. Könnt ihr mal anrufen. Okay. I make a documentation about Malapascua Sports. Good, thank you. So schaut mal, das ist das Divers Inn. But it's closed. There is no Diver Inn in the Divers Inn. Your bunk is bunk map. Ja, das war's mal wieder für heute, meine lieben Freunde. Mir hat's ganz viel Spaß gemacht, Arni und Uwe Malapascua zu Fuß ergründen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und freut euch schon über die nächsten Videos hier von diesem kleinen Trauminselchen der Perle von Cebu Island. Malapascua, das insgesamt nur 2 Kilometer lang ist und ungefähr 500 Meter breit. Tschüss!